Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur Let's Play. Hier. Na. Assassin's Creed Black Flag, natürlich, klar. So, weiter geht's heute. Auf jeden Fall. Die Frage ist, kann ich nicht. Ich darf ja natürlich nicht, ne? Nee, warte mal. Das ist jetzt gerade. Gut, okay. Nee, das ist halt so, ja. Gut, okay. Können wir nicht. Ich muss mal gerade was weiter. Sonst stehen wir jetzt hier schon gleich. Ach, da ist der Kid. Yes, es Kid. Da hast du mich was reingeführt. Da steht James Kidd. Ich dachte mir, wir müssen da jetzt noch durch. Ne, müssen wir gar nicht. Sind denn etwas dran? Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. Zartlauge, oder was? James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Okay, ich dachte mir, das dauert jetzt noch ewig und 3 Tage. Nein, tut es nicht. Wir haben noch nicht alle Schatzkisten geplündert, aber wir haben die Aufgabe gelöst. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Eigentlich hänge ich das jetzt sogar noch an die andere Folge mit drauf. Und dann erinnere ich mich mal heute Feierabend. Ja. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Nee, mach mal nicht. Mach weiter, komm. Was für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Ich will das doch zu Ende machen. Die Assassinen folgen einem Credo. Ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst sie nach, doch du begreifst die Worte. Spiel nicht den hochmütigen Cat. Oh oh. Das war ein Versuch wert. Herzlichen Glückwunsch. Okay, nee, das erinnert mich so ein bisschen mal an den Chart, da zum letzten Moment noch irgendwas passiert. Ich glaube, wir haben doch, hoffentlich haben wir noch einen Checkpoint. Aber eigentlich müssten wir. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du plapperst sie nach, doch du begreifst die Worte. Ja, super. Wie sollen wir da jetzt rüberkommen? Wie sollen wir da jetzt rüberkommen? Der Weg voraus ist blockiert. Ja, schon klar. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Wo? Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Was für Blöcke? Da hoch oder was? Komm ich da überhaupt hoch? Ne, komm ich gar nicht, ne?
oder? Die Blöcke da oben sehen aus, als könnte man sie bewegen. Ich muss jetzt mal irgendwas machen. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da vor allen Dingen hin? Ich muss da irgendwo hoch, das weiß ich. Aber wie? Okay, da nicht. Nee, auch nicht. Bist du da oben ran oder nicht? Wie komme ich da ran? Wie komme ich da raus? Ja, du willst ja. Genau. Okay, dann weiß ich. Das sind doch keine Schiffswanden. Ja, halt doch die Klappe. So. Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben, ne? Bis okay. Du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er ein Assassine ist. Na gut, wir sind ja eigentlich keiner. Wir sind ja. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann. Ja, bin doch da dran, ey. Alter Mann, ist kein D-Zug. So, und jetzt? Runter. Okay. Bekommst du noch Luft, hä? Ja, ja. Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Komm so, der weiß aber, wo er hin muss, ne? Nee, der Mama hat tatsächlich aus diesem Ding hier noch eine neue Folge. Ich will wissen, wie das hingeht. Wenn wir die Mission zu Ende haben. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges wartet, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Na, das... So, weiter oder was? Wo muss ich da hin? Da hoch. Gut, okay. Bei meinem Glück muss ich natürlich wieder klettern. Das ist... So, du willst jetzt. Ja, super. Den Tempel erreichen. Du willst natürlich jetzt mal. Ja, super, okay. Das ist für mich immer. Das ist immer gut. So, gehen wir mal weiter. Ja, okay. Dann da auch. So, warte mal. App dort oben. Perfekt. Dann gehen wir da hoch. Ach ja, aber das ist alles. Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll, sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Blöde Frage, nächste Frage. Wie? Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche?
ein Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Ei. Die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Okay. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Ja, alles gut. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Was? Oder was? Ist das richtig? Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Können wir versuchen. Okay. Ja, nicht. Ich weiß. Dann machen wir es anders. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Okay, wenn ich auf den Senkel, ich mach das schon. Es ist ja viel ausprobiert. Ich verstehe es zwar noch nicht. Krokodil. Ist Krokodil Fisch? Ja, doch. Ja, warte mal. Das scheint nicht zusammenzupassen. So, warte mal. Vogel. Das ist ja richtig. Nein, das ist nicht richtig. Das ist richtig wahrscheinlich. Mit jeder Vermutung. Ich muss ja das Ding wieder runter machen hier, ne? Wenn ich es richtig verstehe. Die falsche Position. Okay. Krokodil muss wieder hoch. Ich habe Krokodil drunter gemacht. Vogel, Krokodil. Vielleicht sind diese Steine Gegengewichte. Ja. Ja, warte mal. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Ja, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Vermutung gerade, wie es funktioniert. Müsste ja mehr oder weniger das da hoch machen. Gut. Das heißt, der... Warte mal. Ich glaube, ich habe es verstanden. Du musst jetzt gucken, was der Vogel für Beute frisst. Genau, doch. Du musst ja... Vielleicht sind diese Steine gegengewichtet. Ja, ich habe schon verstanden, was du von mir willst. Ich glaube, ich weiß was. Ich habe eine Vermutung, wie es wird. Warte mal. Du hebst dann quasi mit denen hier die Steine an. So. Das heißt, ich muss jetzt gucken,
was der Vogel und Hippo. Mehr oder weniger. Was haben wir denn hier? Das ist Krokodil, ne? Kletter auf diese Steine, Kenway. Ich habe eine Idee. So, also muss der Vogel hier rein. In die Mitte. Meine Vermutung. Ich muss ja den Vogel, dem Dings wieder Platz machen. Okay, dann war es doch relativ schnell. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell ist. Aber es hat funktioniert. So, und du? Weiter mit dem Rätsel hier, oder was? So, okay. Das heißt, ich muss blau jetzt wieder hochnehmen. Ich nehme jetzt den grün wieder hoch. Ich muss jetzt wieder... Ach, geh mal da wieder. So. So, warte mal. Das heißt, ich muss jetzt blau hier runter drehen. Bingo. Ich hab's verstanden. Die Farben passen. Die müssen passend sein. So, warte mal. Dann muss ich jetzt grün da reinsetzen. Und dann haben wir's. Jetzt habe ich's verstanden. Ja, es ist ein bisschen tricky. Aber was heißt tricky? Es ist eigentlich relativ easy, aber man muss es erstmal verstehen. Zum Beispiel wieder einige jetzt gleich in die Kommentare schreiben, du hast das so schwer gemacht. Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es, sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Ich denke mal, ich bin auch gleich fertig. Ich habe jetzt gestern relativ viel aufgenommen, heute auch. Genau. Das vergrabene Geheimnis des Weisen. So, Feierabend oder was? Ja, scheinbar, oder? Was zum Teufel war das? So, Sequenz Nummer 4. Jim! Muss ich dem jetzt wieder hinterher, oder was? Scheinbar. Scheiße. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.